herzlich willkommen zu einer neuen Sandelrunde. Der erste Fund ist da und der ist richtig geil. Also der erste Fund ist da. Ich bin sowas von begeistert. Locker oberflächlich. Der eine oder andere wird sagen, was denn das? Das ist ein Glied von einer Schuppenkette. Bin ich mir 100% sicher. Ein Glied einer Schuppenkette. Schuppenkette, das ist quasi der Kinnriemen von einem Helm. Also bin ich mir eigentlich sicher, dass es sowas ist. Jetzt bin ich mir schon wieder unsicher, weil hier Blümchen sind. Welcher Helm hat Blumen? Scheiße, was ist das? Auf jeden Fall muss das trotzdem mal irgendwie so... Was habe ich denn für rote Handschuhe hier? Auf jeden Fall muss es trotzdem irgendwie sowas sein. Es gehört zu einer Kette. Hier sind kleine Ösen drin. Ein richtig geiler Fund, was auch immer das ist. Das Ding messe ich mal ein. Das nächste ist da. Ich dachte das an ein Stück Blech, das ist aber ein Teil einer Buchschließe, vergoldet. Vergoldet. Vorder- und Rückseite vergoldet. Hier sind noch wie kleine Goldfäden hier unten. Das ist ja geil. Wie kleine Goldfäden noch hier unten. Hier. Das ist sogar Gold. Oder? Nee, das ist vergoldet. Oh, weil das eine Glied hier, Kettenglied, das sieht aus wie wirklich einzelstehend, aber das ist wirklich bloß aufgebracht hier. Krass. Ein richtig schönes Teil, eine kniende Frau hier. Weiß nicht, was die macht, putzen oder was? Flaches 15er, 16er. Ist natürlich schade, der Kirschenacker ist jetzt eingesät, beziehungsweise muss ich den mal fragen, ob das bloß eine Zwischenfrucht ist oder ob das schon das Endgültige ist, aber da ging es ziemlich schnell. Das ist ein bisschen ärgerlich. Gerade bei diesem schönen Acker, ey. Hä? Wo ist es denn? Ist doch gar nicht. Alter, ein Meter. Ey, das gibt's doch gar nicht. Habe ich das irgendwie... Ich dachte, ich hab's erwischt schon. Weißt du was, kannst du mal den Strähnen? Ja, wo ist es denn? Ist da irgendwas, wo du wieder nicht siehst, dass es das ist? Hier. Och, Junge, da kannst du blöde werden hier. Ein Zündhütchen, ein klitzekleines. Eine Flapperpatrone, jetzt ist das nächste Zündhütchen. Ah. Schwaches 12er, 13er. Draußen ist es. Ja, habe ich vorhin wirklich gedacht, dass das ein Glied einer Schuppenkette ist. Aber ist es nicht. Das ist es ja. Was ist denn das? Ein Bleigewicht? Das kann irgendwie ein von der Gardine sein, von einem Tischlaken. Irgendwie sowas. Weil Angeln fällt ja aus, hier gibt es nichts zum Angeln. Ein Bleigewicht. Das nächste ist wieder Abzeichner. Abzeichen Winterhilfswerk. Hab ich in letzter Zeit viele. Mit Nadel. Mit Nadel. Das letzte, das war dieses Ovale hier. Und das ist eben jetzt das. Auf jeden Fall wieder Abzeichen Winterhilfswerk. Die sind aus Zink, deswegen sind diese tot. Schade. Und weiter geht's.
Aber es ist denn jetzt wieder ein relativ schwaches? 19. Musketenkugel oder was ist das? Ist es eine Musketenkugel? Werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Nee? Oh, eine Schnalle. Oh, geil. Oh, noch so eine schöne. Mit Dorn. Krass. Genial. Schuhschnalle vermute ich mal. Schönes Ding, du. Oh, wirklich schön. Ja. Ja, da siehst du, dass die Dinger handgefertigt sind hier. Aber wirklich eine ausgesprochen schöne Schnalle, muss ich ehrlich sagen. Eine schöne alte Schnalle. Ja, es gibt ja schöne alte Schnallen. War die vergoldet? Nee. Schönes Ding. Ein kleines 14er. Scheint wirklich nur ein kleines Objekt zu sein. So schnell wie das hopst. Nee, das ist ein Wurm. Da haben wir es. Münzer? Münzer. Ein Reichspfennig. Der erste bei dieser Runde. Ein Reichspfennig deutsches Kaiserreich, wollte ich sagen. Da ist er. Das sind recht schwache Signale. Weiß nicht, ob das an dem trockenen Boden liegt. Ja, da war ja nun mal, oder war ja schon mal feuchter. Jetzt ist er wieder so furztrocken. Wir haben es ja heute wirklich ausgesprochen warm. Also 22, 23 Grad. Und es war schon mal wesentlich kälter. Hier ist es. Was haben wir hier? Ja, das war ein Stückel Blei. Und es ist noch ein Stückel Blei. Ein Stückchen Blei. Das ist ein komisches 10er. Gerade war es 7, jetzt war es 10. Aus was für einem Grund auch immer. Und keine andere Position eingenommen. Ein multiples Signal. Ich vermute mal eher Schrott. Ich vermute mal eher Schrott. Plus blöd erwischt. Oder? Könnte ich mir schon fast sicher sein. Aber ich lege mal keine Hand ins Feuer. Ach hier. Nö. Pustekuchen, knapp. Also der Rest eines Knopfes. Schade, dass der im Pups ist. Gegossen. Auf jeden Fall. Gegossene Öse hier. Da ist er. Schade, nichts drauf. Knopfleiche. Also bis jetzt war noch wirklich kein Schrott dabei. Kein Schrott. Mal sehen, ob das jetzt Premiere ist. Ja. Teil von einem Bronzering. Es ist okay, Messings, Bronze. Teil von dem Bronzering. Abgebrochen. Oh, die Spinnen, die fliegen wieder mit ihren Netzen übers Feld und verheddern sich an meiner riesen Nase und meinen fetten Löffeln. Abartig. 19er, dachte ich ja vorhin, Musketenkugel, da war es ja die schöne Schnalle. Aber ich habe beim 19er auch schon ein blödes Blech gehabt. Oh, die Spinnenweben, das ist wirklich widerlich. Die fliegen ja im Herbst, ist es so, die fliegen ja über den Acker und verheddern sich ja in meinem Face. Und ich kann dann hier mit diesem Wirrwarr im Gesicht locken. Abartig. Hä? Hallo? Ach so, das sitzt hier am Rand. Sag es doch gleich. Sag es doch gleich.
Da ist er. Die übliche Muskelkugel. Ich sage ja hier, die Dinger, die wachsen hier oder die hüpfen mir hinterher. Ich habe, also, ich sage mal, zu 99% bei meinen Runden habe ich immer eine Muskelkugel. Immer. Na nun, wieder 17-19er. 17-19er. Oh, das ist ein komisches. Das ist ein komisches. Das hat mich nie überzeugt, das Signal hier. Deswegen gucken wir trotzdem nach, was es ist. Hä? Wo denn? Das hier? Was ist denn das? Ist das hier Schlacke oder Koks oder sowas? Es ist auf jeden Fall leicht. Alu ist es aber nicht. Okay. Doppel-Quattro-Bing hier. Entweder was Flaches, was Langes. 11er Signal. Das liegt ja oben drin. Ne? Was haben wir hier? Das hier. Was ist denn das? Nicht lassen. Es geht wohl los mit dem Müll oder was? Immer Blech, aber ich werde hier Kehrtwendung machen und werde an meiner Bahn wieder zurücklaufen. Hier vorne ist eh Schluss. Da laufe ich an der Bahn zurück. Na, eins können wir mal noch live machen hier. Wenn das jetzt wieder Schrott ist. 19er, aber ein ganz tiefes. Dann laufe ich wieder zurück. Oh ja, das sind Steine. Alter, was ist denn jetzt los? Jetzt geht's hoch. Ins Unendliche. Das geht ja bei meinem Nepp nicht, da geht es ja bloß bis Fertsch. Zumindest beim Equinox. Ich vermute Aludose, hä? Wo ist denn hier was? Siehst du gar nicht? Das ist doch nicht das Signal. Ach, hier. Was ist das wirklich? Soll das die Muskelkugel gewesen sein? Mit so einem hohen Signal geht er gar nicht. 19er. 19er. 18er, 19er. Ja, da muss ja noch was drin sein. Ist aber nicht. Dann war's das. Kurios. Ich laufe jetzt die Bahn wieder zurück hier parallel. 19:20. Haben wir jetzt Muskelkugel Nummer 3 oder was anderes? Ach nee, hier ist es. Es ist was Rundes. Es ist was Rundes. Knopf. Knopf und sieht aber aus wie... Nee, es ist kein Knopf. Es ist das Rädchen einer Öllampe. Öl oder... Oder... Öllampe. Einmal Rädchen einer Öllampe. Damit hast du den Docht hoch und runter gestellt. Ist noch eine Stange dran. Also das ist eigentlich an einer Stange dran. Und damit hast du den Docht hoch und runter gestellt. Wieder so ein Doppelbing-Signal. Jetzt kommt die Sonne so von der Seite. Weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist. Das wäre dann sehen, wenn ich zu Hause bin. Das ist es hier. Was ist es? Auch wieder Blei. Auch wieder Blei. Es ist wieder Blei. Eine Quietsche 23. 29? Oh Gott, jetzt war ich bald noch hingefallen. Umgeblumst. Oh, ohne Böses. Wenn das hier so großflächig schwuppt, kann man wieder aufsetzen. So, Akku war nämlich runter. Ja, da guckt nur der Rand aus dem Erdhaufen raus. Da denkst du, Junge, fette Goldmünze oder was? Nee, Aludeckel. Boah, so eine Kacke. Das ist immer kurz vorm Herzrhythmusstörung hier. Simon, ja, denke ich mal, dass es Alufolie ist. Kann nur ein Zinkknopf sein.
Und wir gucken einfach mal nach, weil jetzt auch so jetzt nicht so sehr viele Signale gekommen sind. Ja. Alufolie. 32, 29, 32. Entweder Aluminium oder was Schönes aus Bronze oder Messing. Wobei, jetzt geht es hoch auf 37, dann tippe ich mal eher irgendwas Beknacktes aus Aluminium. Irgendwas Doofes aus Aluminium, eine Dose oder sowas. Also Sachen, die keiner braucht, aber ständig dabei sind. Ja, was ist denn das? Das ist ein Teil, das ist ein Teil von dem Kennzeichen, oder? Ja, hä? Das ist das Teil von dem Kennzeichen gewesen. 14, 15 Doppel. Der Planet prasselt. Das kleine Ding hier. Einmal. Was ist es? Es ist ein Fragment aus Kupferblech. Mensch, die Runde fängt doch so gut an. Soll die jetzt beschissen auslaufen hier oder was? Oder kommen jetzt noch ein paar Sachen? Ich schwör dafür, dass noch was kommt. Weil beschissen auslaufen, das ist ja. Oh, hier Patronenboden. Patronenboden, einer Schrotpatrone. Weil beschissen auslaufen hier, Sondelrunden, das kennt man ja zur Genüge. Naja, ich bin ja noch guter Dinge. Ist ja erst ungefähr eine halbe Stunde her. Bin erst ungefähr eine halbe Stunde auf dem Acker. Hab wieder hier All Metal, also Eisen mit an. Kann man die Signale besser deuten. Ja, also es war wirklich gerade, das kleine Stück hier war mager. Da kam gar nichts weiter. Jetzt kommt ja eh wieder die doofe Zeit, wenn alles eingesät ist. Wo man sich dann wieder irgendwie beschäftigen muss. Ja, hier war ich wohl vorhin schon. Habe ich jetzt die Bahn geschnitten oder was? Schiele beim Laufen. Ja, man hört, das sind keine tollen, deutlichen Signale. Na gut, jetzt 17, 18. 17, 18. Ach, Junge. Da hätte ich ja drauf verzichten können. Dose. Rosa! Achtzehner! Also, wirklich fast staubtrocken hier. Und Steine hier. Ist das hier? Nee, das ist ein Stein. Oh. Das ist immer noch hier drin. Hab es gar nicht erwischt. Ah, da haben wir es doch. Münze? Münze? 1816 hier. Ein Pfennig, der kommt aber komisch aus der Erde raus, ja. Das für Geräusche hier. Gluck, 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 gluck macht's. Ich hab da keine an der Waffe. 1816. Pfennig 1816. Sachsen, ja. Schwaches 16er, die sind alle so schwach heute. Alle ein bisschen schwach auf der Brust. Immer noch 16, draußen ist es. 16, was ist 16? Ich kann es euch gleich sagen, was 16 ist. Und zwar ist das 16. Blech. Jetzt geht die Sirene los hier. Es ist aber nicht Mittwoch 15 Uhr. Das ist wieder so ein Hop oder Top 20er. Kann alles sein. Kann alles sein.
21. Geht hier wohl in Richtung Blech oder was? Und es ist noch drinnen und so wie es aussieht, groß. Naja, es bleibt nun mal nie aus, leider. Das hier? Keine Ahnung, was das für ein Ding ist hier. Ja, das zerbröselt schon Alu oder was? Aber da ist es ziemlich niedriger Wert. Ah, ich sag mal, von der kleinen Feierabendrunde. War es bis jetzt nicht schlecht. War Müll dabei, wie immer. Aber für so eine Stunde über den Acker tänzeln, war schönes Zeug dabei. Ich bin ja noch nicht am Ende hier. Aber so ein Zwischenfazit bis jetzt. Also ich hatte schon schlimmere Runden. Das hier? Was haben wir hier? Wieder ein Stück vom Knopf. Wieder kaputt. Und was machen die mit den Knöpfen hier? Knöpfe zu brechen oder was? Wieder ein Stück Knopf. Gegossener. Gegossene Öse. Also gegossener Knopf. Wieder ein schwaches. Alles schwach. Alles schwache Signale her. 14er. 14er. Da ist es. Was ist denn das? Na holla. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Teil? Sind das zusammengebappte Münzen oder was? Hä? Huch. Keine Ahnung, was das für ein Objekt ist, ja. Das sind irgendwie zusammengebappte Münzen. Das kenne ich eigentlich von Silbermünzen. Wenn die Feuer gekriegt haben, hatte ich schon mehrfach gehabt. Das ist schon wieder Sirenen. Gibt's doch gar nicht. Qualm sehe ich keinen. Das sieht mir aus wie zusammengebappte Münzen her. Ich putze das mal zu Hause. Ob da noch irgendwas zum Vorschein kommt. Das sind Münzen. Das wieder für ein komisches hier. Kannst du gar nicht richtig deuten. Ganz seltsame Signale. Jetzt klingt's klar. 19:20. Ja, ich sehe es schon. Wieder muss kein Kugel. Das ist komisch. Sobald die tiefer dran liegen, oder liegt das an der Frequenz, dass die so komisch reinkommen? Ich laufe jetzt mit 15 kHz. Sonst laufe ich mit Multi. Mit Multi kann ich aber gerade nicht laufen, weil hier eine Oberleitung ist. Und das stört ein bisschen. Da laufe ich deswegen mit 15 kHz. Vielleicht liegt es daran. 15, 16, 17, 18, 19. Alles dabei. Ja, das ist der Müll von heute. Alufolie und Gedöns. Ah, sag mal. Selbstverstümmeln hier oder was? Oh, hier war das das. Nee, ich dachte, das war das unten drunter. Hä? Er hupt das jetzt hier überall oder wie soll ich das verstehen? Ne, hier, Blech, toll. Super! Aber hier unten hupt es auch. Deswegen waren das hier so verschiedene Töne. Weil das verschiedenes Gelümpel ist und wieder Alufolie. Weißt du was, jetzt kannst du mir mal an die Puberte lutschen hier. 12, 13, 14, 15, das machen wir gleich zum letzten Signal. Das war eine kurze Runde. Aber dennoch kommen ja schöne Sachen. Da danke ich euch fürs Zusehen.
Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke drücken. Hä? Ach hier. Damit ihr nicht verpasst. Und das? Ich verabschiede mich mit einem Stück Kupferblech. Toll. Also macht's gut.